Genau. Und so. Dann wird es nämlich so eine Erweiterung, also eine Erweiterung, aua, von der Erweiterung. So, dann bauen wir hier mal so eine Art Treppe erstmal hin, dass wir hier nach oben kommen. So, dann brauche ich da hinten nämlich auch noch Steine. Das lassen wir wieder frei und setzen nur hier Blöcke hin. So, dass es praktisch damit abschließt. Dann hier das gleiche Spiel, aber das hätte man anders machen sollen. So. Dass wir nämlich nach oben kommen. Und dann können wir hier gechillt nach oben bauen. So, dann wird das Ganze praktisch erweitert. So, was hat das für einen Hintergrund? Was hat das für einen Hintergrund? Wir bauen praktisch da nochmal an. Und zwar, dass wir dann rumkommen. Das sind dann zwei Häuser miteinander verbunden. Sozusagen. Und das wird halt ein etwas größeres Haus. Wo da ein Eingang ist, also hier ist der Eingang von dem einen Haus und andere Eingang, den machen wir dann woanders hin. So habe ich mir das vorgestellt. Und da kommt die Frage, ob ich vielleicht nicht komplett durchziehe. Da ich das nicht so mache. Ups, wo habe ich den jetzt hingebaut? Boah, wie ich den da hingekriegt habe, das freue ich mich. Wow. Gut. Dann wird die Blockreihe aber falsch. Moment. Die würde dann nicht passen. Ah, okay, deswegen. Was so ein Zweier-Durchgang ist, deswegen. Sondern wäre es da auch nur ein Zweier-Durchgang. Aber das können wir ja noch deichseln und walten, wie wir möchten. Dann ist das aber zu breit. 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, wir müssen die hier nochmal wegmachen. Und die im Prinzip können wir auch wegmachen. So. 1, 2, 3, 4, 5. So, dann. So hat es Hand und Fuß dann. Glaube ich zumindest. Hoffe ich mal. Werden wir aber gleich sehen. Ne, hat glaube ich keinen Hand und Fuß. Gut, dass man hierhin vielleicht noch was anderes bauen kann. Rein theoretisch. Wir könnten ja daraus eine Schmiede machen. Dass wir hierhinter durch können zum Ofen und so weiter, wo wir dann die Schmiede produzieren. Das wäre so mein Grundgedanke, würde ich sagen. Ja, passt nicht. Da habe ich Scheiße gebaut. Der muss einer aber da raus. Weil das sind ja vier in der Mitte. Genau. 1, 2, 3, 4. Da ist der Block. 1, 2, 3, 4. Also brauchen wir hier noch einen. So wird das passen.
So, dann ist natürlich die Frage. Entweder baue ich hier noch ein separates Haus hin. Oder ich verbinde die zwei miteinander. Aber da bin ich jetzt noch überfragt und am Überlegen. Entweder schließe ich das Haus so ab. Obwohl, wir können das auch so abschließen. 1, 2, 3, 4. Zwei, drei, vier. Und dann geht mir das Material schon langsam zur Neige. Oh. Entschuldigung, ah, Gott sei Dank konnte ich mein Headset noch rechtzeitig muten. Sonst wäre das blöd ausgegangen. Sozusagen. So, das mache ich aber erst, wenn ich genug Holz habe. Das Dumme ist, der Nieser ist jetzt genau in der Aufnahme, aber Gott sei Dank konnte ich mein Headset noch schnell muten. Kommt halt vor, kommt halt vor. So, dann wäre das so eine richtig große Hütte. Gut, und da fehlt mir das Material. Dann könnte man hier so durchlaufen. Dahin könnte man dann so einen Hof schaffen. Also rein theoretisch einen Hof, wo man zum Beispiel dann den Brennofen hinhält für Eisen und so weiter. Also diese Eisenverarbeitungswerkstatt, das ist ja meistens, glaube ich, früher draußen gemacht worden. Ich bin mir nicht sicher. Aber wir machen das einfach mal so. Wir machen das einfach mal so, dass das dann draußen ist, diese ja, Werkstatt. Finde ich eigentlich eine geile Idee. So, Dalla, bei dem Haus können wir kurz schauen. Ach so, der Weizen. Ne, der Weizen ist definitiv noch nicht gewachsen. Weil wir nicht in einem Chuck sind. Wir müssten uns praktisch hier aufhalten. Deswegen sind die Bäume auch noch nicht gewachsen, der Weizen auch noch nicht, weil wir hier nicht in der Gegend sind. Das ist ein kleines Problem. Aber wenn ich Steine klopfe und so weiter, dann kann ich das ja auch machen. Also dann müsste der Weizen eigentlich wachsen. Wenn ich dann hier drin bin, Steine klopfe bei unserem Generator, müsste eigentlich funktionieren. Ohne Probleme. Ja, ich weiß, wir könnten wieder einen Trick machen. Könnten jetzt zack und ja. Könnten wir machen. So würde ich zum Beispiel online das machen. Also wenn ich offline spiele, würde ich das einfach so machen. Würde nebenbei so ein bisschen was essen oder so oder was trinken und ja, was man so macht. Dann kann der in Ruhe Steine klopfen, ich kann dann in Ruhe was trinken, was essen und so. Perfekt eigentlich. Perfekt. Offline ist es richtig eine geile Sache. Ich weiß nicht, wie lange es funktioniert. Könnte sein, dass das Video draußen ist, dass vielleicht ein neuer Patch draußen ist, wo es nicht mehr funktioniert. Kann natürlich möglich sein. Die Frage ist, ob es gewollt war oder nicht.
Halbwegs hat es mal dahingestellt. Jetzt kann ich euch auch noch mal kurz was zeigen. Nämlich, wenn eure Axt kaputt ist. Das ist fast ganz wichtig sogar. Wenn eure Axt, also eure Spitzhacke kaputt ist, wo ihr Steine klopft. Wenn die kaputt geht, dann macht dieser Junge mit. Also er würde dann weitermachen mit den Händen. Wir werden es gleich sehen. Seht ihr? Er würde mit den Händen weitermachen. Wenn ihr jetzt aber runter geht, also auf die nächste Spitzhacke, dann macht das mit der Spitzhacke weiter. Wie gesagt, wenn ihr eine ganze Reihe im Inventar mit Spitzhacken habt, ja, dann könnt ihr das ganze Inventar voll machen, nur mit Steine. Und der macht es wirklich automatisch. Ihr müsst nur mal runterdrehen mit der Maus auf die nächste Spitzhacke. Das ist echt genial. Aber nicht vergessen, wenn ihr irgendwo anders dann euch rumdreht mit der Maus, dann baut er das natürlich auch ab, gell? Also nicht vergessen. Und ab und zu mal die Steine würde ich aufsammeln, dass die nicht verloren gehen. So. Wir brauchen Steine. Habe ich denn da noch welche drin vielleicht? Ui, ich habe da sogar welche drin. Aber nur 64, die werden mir... Ja, die werden mir wahrscheinlich reichen. Zwei Steinziegel haben wir auch noch da. Wunderbar eigentlich. Das Problem dabei ist nur... ich muss ein bisschen warten, bis die Bäume gewachsen sind. So, dann würde ich sagen, mal hier einen kleinen Cut. Und zwar bis zur nächsten Aufnahmesession. Vermute ich jetzt mal. Kommt drauf an, wie lang die Folgen sind. Sonst sehen wir uns nochmal in der Woche. Und dann werde ich hier einfach mal gemütlich stehen bleiben, meine Videos rendern und werde was essen, um hier das ganze Zeug wieder wachsen zu lassen, dass ich hier die Schafe weitermachen kann. Und dass ich das nächste Mal ein bisschen Wolle habe, um dahin das Haus fertig zu bauen. Vielleicht ist es dann auch schon fertig. Ich weiß es noch nicht. Und ja. Auf jeden Fall nächste Woche, denke ich mal, wird es soweit sein, dass wir in die Kirche können. Dass wir uns die Kirche da vorne angucken können. Ich freue mich auf jeden Fall schon mal drauf, euch das zeigen zu können, weil es sieht wirklich cool aus. Freut euch schon mal drauf. Und wenn ihr dieses Ganze nicht verpassen wollt, dann lasst doch gerne ein kostenloses Abo da. Und ich freue mich auf jeden Fall, euch das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen. Jo, dann würde ich sagen, euer Players Club Member, BB und ciao.